liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres neuen Magazins Zukunftsnah, dem Magazin für Perspektiven und Regionalität der Stadtwerke Jena-Gruppe. Viermal im Jahr wollen wir Ihnen zukünftig in diesem Magazin Interessantes, Spannendes und Wissenswertes aus den Bereichen Energie, Wohnen, Mobilität und Freizeit vorstellen. Und wie der Name schon verrät, wollen wir dabei auch immer wieder mal einen Blick in die Zukunft wagen. Apropos Zukunft. Kaum ein Thema wird momentan heißer diskutiert als die Zukunft der Mobilität. Vor allem mit Blick auf den Dieselskandal gewinnt die Entwicklung der Elektromobilität immer mehr an Bedeutung. Geht es nach den Vorstellungen des Weltklimarates, der Bundeskanzlerin, der Jena-Politik und auch der Stadtwerke Jena, sollen schon bald Autos überall fast geräuschlos und vor allem komplett ohne Abgase fahren. Die Stadtwerke wollen diesbezüglich das Ladesäulennetz in Jena ausbauen und es den E-Mobilisten so leichter machen. Elektromobilität ist die Zukunft und die Stadtwerke wollen dabei sein. In ihrem Fuhrpark gibt es schon Stromer. Die meisten Menschen sind aber noch skeptisch. Besonders die geringe Reichweite hält Neuwagenkäufer auf Abstand. Hier sei aber eine Trendwende in Sicht. Natürlich haben wir eine Einschränkung momentan noch in der Reichweite und das Thema Lebensdauer, Batterie. Aber diese Diskussion führen wir jetzt, weil wir ganz am Anfang der Reise sind. Also wir sind davon überzeugt, dass wir in 3, 4, 5 Jahren wird es diese Themen einfach nicht mehr geben, weil sich das Thema Elektromobilität und die Technik, die dahinter liegt, einfach weiterentwickeln wird, weil die Automobilindustrie auch das Thema erkannt hat, jetzt besetzt und wirklich auch forciert vorantreiben wird. Es gibt immer noch Punkte, die es schwierig machen, sich auch als Privatperson für ein Elektroauto zu entscheiden. Das ist der Preis des Fahrzeuges, das ist die Reichweite des Fahrzeuges, aber das ist natürlich auch die Ladeinfrastruktur. Wenn Sie heute losfahren mit Ihrem PKW, mit Ihrem Benziner, Diesel, dann machen Sie sich keine Gedanken darüber, wo Sie jetzt tanken werden, wenn der Tank leer ist, weil es gibt genug Tankstellen. Das ist natürlich bei der Elektromobilität nicht so. Nur wenn wir das sicherstellen können, wenn also eine ausreichende und qualitativ hochwertige Ladeinfrastruktur wirklich zur Verfügung steht, dann wird dieses Produkt, dann wird diese neue Form der Mobilität auch angenommen im Privatkundenbereich. Hier setzen die Stadtwerke jetzt an. Sie haben zusammen mit vielen Jenaer Partnern ein Großprojekt angestoßen. Also im Optimalfall haben wir dann in Jena 2030 10.000 Elektrofahrzeuge auf der Straße. Das sind ungefähr 20% am Gesamtanteil. Und Ziel dieses Projektes ist es einfach, alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass diese 10.000 Elektrofahrzeuge auch in Jena fahren können. Der Blick über den Tellerrand zeigt, grundsätzlich ist das möglich. In den USA gab es 2015 E-Auto-Zulassungen im sechsstelligen Bereich. China lag hier aber weltweit ganz klar vorn. Und in beiden Ländern wächst der Markt. 2016 stieg der Verkauf in beiden Ländern kräftig. 370.000 neue E-Autos kamen allein in Fernost auf die Straße. Die Autonation Deutschland verschläft diesen Trend zwar bisher, will nun aber aufholen. Vor allem gilt, Lademöglichkeiten müssen her. Einfach an die Steckdose geht zwar auch, aber mit einer richtigen Ladesäule läuft das Stromtanken viel schneller. Wir sind jetzt dabei, im Bereich für Privatkunden, für Gewerbekunden, für Wohnungsgesellschaften Ladeinfrastruktur zu errichten und können da das komplette Paket anbieten, angefangen von der technischen Planung über die Errichtung, den Betrieb, bis hin dann auch zu den Zugangsprozessen. Also wie können Elektromobilisten Zugang zur Ladeinfrastruktur bekommen? Den Zugang gibt es mit einer Chipkarte. Hier existiert zwar deutschlandweit noch kein einheitliches System, aber in Jena ist man mit einem Exemplar von den Stadtwerken auf der sicheren Seite. Aber müssen nicht auch viele Kilometer neue Kabel her, damit das Stromnetz in Jena überhaupt Strom für neue Elektroautos schultern kann? Erst einmal nicht, sagt der Experte. Das vorhandene Netz hat Reserven und mit intelligenter Ladetechnik lassen sich diese gut ausnutzen. Alle Ladesäulen sind untereinander und mit einem zentralen Computer verbunden und teilen eine Menge Informationen. Ist die Ladesäule frei? Ist sie gerade belegt? Ist sie verfügbar? Ist eine Störung aufgetreten? Und. Das wird permanent in ein System gemeldet und diese Information
Die kann ich hier abrufen, also ich kann den Status der Ladesäulen, der einzelnen Ladepunkte hier im System erkennen und kann auch, wenn Ladevorgänge stattgefunden haben, erkennen, wann haben die stattgefunden, wer hat dort geladen, wie lang geladen und wie viel geladen. Diese Informationen helfen dann, viele E-Autos zügig zu betanken und das Netz nicht zu überlasten. Wenn in den nächsten Jahren flächendeckend Ladestationen gebaut werden, wird das auch E-Mobilitätspioniere freuen. Offenbar machen sie gute erste Erfahrungen, sie sind von der Technik, dem Fahrgefühl und dem Umweltnutzen überzeugt. Seit ungefähr Sommer 2015 nutzen wir jetzt einen Teil unseres selbst erzeugten Solarstroms auch für Elektroautos, um die aufzuladen. Und unsere Kollegen haben mittlerweile über 120.000 Kilometer damit zurückgelegt und sind sehr zufrieden. Mittlerweile haben wir über 7 Autos und freuen uns, dass es wahrscheinlich bis zum Jahresende 13-14 sind. Trotzdem ist es so, die geringe Reichweite von E-Autos und die fehlenden Lademöglichkeiten sind Hürden für E-Mobilisten. Aber das gehöre bald der Vergangenheit an. Die Reichweiten der Autos werden immer größer. Also ich würde sagen, auf Jahresfrist so eine Durchschnittsreichweite bei einem neuen Pkw kann man schon auch unter schlechten Bedingungen dann mit 250 bis 300 Kilometern angeben. Und das Zweite ist, es gibt zunehmend auch Ladeinfrastruktur. Das heißt, ich muss nicht Angst haben, irgendwo hinzukommen und ich bekomme keinen Strom. Und sobald diese beiden Punkte erfüllt sind, glaube ich, wird das ab einem gewissen Punkt sehr schnell gehen, dass sich das verbreitet und auch akzeptiert wird. Die Botschaft der E-Mobilisten lautet also, bitte mehr Ladesäulen. Das setzen die Stadtwerke jetzt um. Die Ära des Verbrennungsmotors geht zu Ende. Dass die Elektromobilität natürlich notwendig ist, sollte, glaube ich, auch inzwischen klar geworden sein. Wir müssen natürlich die Energie- und Klimawende ausdehnen, von der Stromerzeugung auf den Verkehrssektor und auf den Wärmesektor. Und da müssen wir die Verbrennungsmotoren ablösen durch alternative Antriebe und hier natürlich allen voran der Elektroantrieb. Und es ist nicht nur gut für die Umwelt, ein Elektrofahrzeug zu fahren, es macht auch Spaß. Auch auf privaten und öffentlichen Parkplätzen sollen sich also demnächst E-Autos zum Laden reihen und grünen Strom aus regenerativen Quellen zapfen. Die Stadtwerke werden so zu einem der Wegbereiter für umweltfreundlichen Verkehr. Und davon profitieren am Ende alle. Denn E-Mobilität heißt schließlich nicht nur weniger Abgase und weniger klimaschädliches CO2, sondern auch weniger Straßenlärm. Damit Elektroautos auch wirklich emissionsfrei fahren, muss natürlich auch der Strom, der sie antreibt, ohne CO2-Ausstoß produziert werden. Und in dieser Frage sind die Stadtwerke Jena Vorreiter. Denn schon seit 2013 versorgen sie ihre Kunden mit Ökostrom. Ein Teil des grünen Stroms wird in Burgau im traditionsreichen Wasserkraftwerk mit Hilfe des Saalewassers erzeugt. Im Saalekraftwerk in Burgau werden im Jahr zwischen 4 und 6 Millionen Kilowattstunden durch Wasserkraft erzeugt. Der hier gewonnene Strom fließt in das Netz der Stadtwerke. Das Unternehmen entschloss sich vor 4 Jahren dazu, ausschließlich Ökostrom an seine Kunden zu verkaufen. Wir haben seit 2011, seit dem Atomunfall in Fukushima, gemerkt, dass die Leute, sprich unsere Kunden, ja doch mehr und mehr Interesse daran zeigen, wo kommt der Strom denn eigentlich her. Und ja, wir hatten 2013 schon thüringenweit die meisten Stromkunden, Ökostromkunden. Und ja, dann lag es einfach nahe, dann diesen Schritt zu tun und ja, das haben wir dann getan. Nach Angaben der Stadtwerke hat sich der Absatz seit der Umstellung auf 100% Ökostrom um rund 15% erhöht. Um den Kunden den grünen Strom genauer zu erklären, wird gern das Bild des Stromsees bemüht. Denn beim grünen Strom gibt es eigentlich rein optisch ein Problem. Ja, der Strom, der an der Steckdose halt dem Kunden zur Verfügung steht, ja, der ist ja nun mal nicht grün. Ja. Wir sagen einfach, okay, das Stromnetz, das europäische, kann man sich vorstellen wie ein See. Ganz viele Einspeiserkraftwerke, wie beispielsweise dieses Wasserkraftwerk hier, speisen halt Strom in diesen See ein. Und ja, alle Stromverbraucher, Sie und ich zu Hause, speisen halt aus dem See aus. Das eigentliche Saalekraftwerk wurde 1912 in Betrieb genommen. 3 Jahre zuvor kaufte die Firma Carl Zeiss die ehemalige Mühle in Burgau und errichtete direkt daneben das heutige Wasserkraftwerk. Die Geschichte des Standortes reicht aber noch weiter zurück.
Die ersten Räder einer Mühle drehten sich schon im 12. Jahrhundert. Seit 1440 ist es amtlich auch bekannt, war es damals die Amtsmühle von Burgau. Und später, 1880, wurde die Mühle von einem tüchtigen Müllermeister Hugo Frommelt aus Sachsen gekauft und auch auf die ersten Turbinen umgebaut. 1938 erfolgte der Umbau des Saale-Kraftwerkes auf 3-Kaplan-Turbinen zu einem der modernsten der damaligen Zeit. Damit ein Wasserkraftwerk überhaupt betrieben werden kann, sind 3 Bestandteile nötig. Ein Fluss mit reichlich Wasser, eine Staustufe mit Fallhöhe und, damit Energiegewinnung überhaupt möglich ist, zu guter Letzt Turbinen. Jede Wasserkraftanlage ist eine Einzelanlage. Sie werden einzeln für die richtige Durchlaufmenge und auch für die Fallhöhe gebaut und auch langfristig für Lebensdauer gebaut. Wie diese wunderschöne alte Anlage hier aus 1938 und den Generator von 1912, sehen Sie, der läuft schon über 100 Jahre reparaturlos. Also das war beste Qualität. Man hat auf über 100 Jahre Lebensdauer gebaut. Insgesamt werden im Jahr rund 9 Millionen Kilowattstunden Strom aus Thüringer Wasserkraftwerken von den Stadtwerken eingekauft. Damit können gut 5000 Haushalte im Jahr mit Strom versorgt werden. Besonderes Augenmerk legen die Stadtwerke darauf, dass der grüne Strom von Wasserkraftwerken aus der Region kommt. Ja, zum einen sind wir natürlich hier in der Region fest verankert. Zum anderen ist es natürlich so, dass dort, wo Strom verbraucht wird, auch möglichst Strom erzeugt wird. Ja, das heißt, nur so lassen sich ja große Stromtrassen vermeiden. Und ja, wir möchten einfach, dass eben mehr und mehr regionaler Strom halt auch erzeugt wird. Und ja, das wollen wir stärken, die Wasserkraftanlagenbesitzer hier in Thüringen. Deshalb machen wir das. Durch den gestiegenen Absatz beim Strom sehen sich die Stadtwerke in ihrer Entscheidung bestätigt, nur noch Ökostrom anzubieten. Modern und zeitgemäß. Sogar mit einem Kraftwerk, das schon seit über 100 Jahren läuft. Kommen wir zu einem anderen Thema. Der Jener Nahverkehr wird jeden Tag von den Menschen genutzt, um zügig inner- und außerhalb der Stadt von A nach B zu gelangen. Auch in der Nacht fährt die Bahn und befördert so bis zu 1250 Personen. Am Wochenende sind es sogar fast 2000. Dabei ist eine Straßenbahnfahrt bei Nacht in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes. Wer die Straßenbahn abends und in der Nacht nutzt, kann sein Ziel genauso schnell und bequem erreichen wie am Tag. Denn der Jenaer Nahverkehr fährt die ganze Nacht durch. Die Linie 34 legt dabei mit rund 16 Kilometern die längste Strecke zurück. Sie verbindet die Jenaer Innenstadt mit Zwetzen und Lobeda Ost. Die Gründe, wofür die Fahrgäste die Straßenbahn in der Nacht nutzen, sind allerdings sehr vielseitig. Konzert, Kino, Besuche, ja, wir sind schon immer mal unterwegs. Also wir sind Dauerkunden. Wir haben so eine Jahreskarte oder was praktisch hier. Das braucht man bei der Entfernung von der Stadt bis raus. Das sind ungefähr 7 Kilometer. Man muss ja alles einen Arzt einkaufen, was es alles zur Regel gibt. Deswegen fahren wir auch viel, um nicht zu sagen täglich mehrmals. Also ich komme von der Schlegelstraße, also fast Endstelle, und fahre jetzt halt nochmal zu Freunden auf einen Geburtstag in die Innenstadt. Also auch wieder fast bis zur Endstelle, Holzmarkt. So, das finde ich, also wenn in der Stadt noch was ist, dann halt die 35, 34, was so fährt. Mein Onkel hat früher in Lobeda gewohnt und da sind wir dann praktisch, haben wir Sightseeing mit der Bahn gemacht. Also sind dann mit der Bahn hin und dann wieder zurück und dabei hat mein Onkel dann immer so gesagt, ja, da habe ich früher gewohnt, da war meine Schule und so, und da konnten wir also praktisch gleich das Sightseeing aus der Bahn machen. Besonders von Studenten werden die Bahnen genutzt, die nachts unterwegs sind. Das fällt genau dann auf, wenn die Semesterferien begonnen haben und die Fahrgastzahlen an den Wochentagen zurückgehen. Dann sind die Bahnen kaum gefüllt. An den Wochenenden nimmt die Auslastung jedoch wieder zu. Doch auch dann fahren überwiegend jüngere Menschen mit den Straßenbahnen. Auf diesen nächtlichen Fahrten passiert immer wieder die ein oder andere witzige Geschichte. Ich habe auch schon einen erlebt, der hat in der Straßenbahn geschlafen. Und dann haben wir schlafen lassen, keine Ahnung. Also lustige Sachen erlebt er viel mit den Studenten. Die haben eben zum Beispiel, dann nehmen die schnell mal ein Sofa mit, dann haben die auch mal ein komplettes Bett in der Straßenbahn transportiert. Solche Sachen halt. Und negativ ist halt gerade die Verschmutzung und Alkoholiker und wenn dann halt Besoffene da über die Stränge schlagen. Das sind halt so die negativen Sachen. Es ist nicht zu vermeiden, dass es auch hin und wieder durch individuelles Verhalten zu unschönen Situationen in der Straßenbahn kommt, die sowohl von den Fahrgästen als auch vom Fahrer bewältigt werden müssen. Natürlich steht das schnelle und bequeme Erreichen des Ziels für die meisten Passagiere im Vordergrund.
Und wenn es doch einmal brenzlig werden sollte, wird Hilfsbereitschaft in Jena scheinbar sehr groß geschrieben. Also ich als Frau kann sagen, ich fühle mich größtenteils sicher. Es gibt immer mal Momente, wo Gruppen einsteigen, die sich ein bisschen profilieren möchten oder laut werden, halt einen über den Durst getrunken haben. Aber wenn viele Menschen mitfahren, ist immer einer dabei, der auch den Mund aufmacht, wenn es gefährlich werden sollte. Und zur allergrößten Not habe ich es auch schon erlebt, dass der Straßenbahnfahrer dann diejenigen heraus oder hinaus komplimentiert und dann ist auch alles geregelt. Vielleicht mal ein bisschen lauter, hat jemand sich vielleicht mal in den Worten vertan, aber meistens wirklich so, dass dann die gesamte Bahn drumherum reagiert und sagt, hier, du kannst du bei dir behalten, die Kommentare, und wenn du willst, kannst du aussteigen. Also meistens deeskaliert sich das recht schnell selber, falls mal irgendjemand dabei ist, der meint, irgendwas Doofes sagen zu müssen. Also so richtig schlimme Sachen wie Schlägereien oder ähnliches habe ich eigentlich noch gar nicht erlebt. Tatsächlich bin ich neulich in der Bahn zusammengeklappt aus Kreislaufgründen, aber war auch alles gut. Ja, also kamen sofort Leute, geholfen, in Jena sowieso sehr viele junge, nette Menschen. Der Fahrer hat auch nachgefragt, war alles in Ordnung, also war alles super. Naja, mit ein bisschen Bauchgefühl muss man da reagieren. Man muss gucken, was passiert, was ist, wie kann man eingreifen, hat es Sinn einzugreifen, und im Notfall ist eben viel wird hier über unsere Leitstelle und die Polizei dann halt schwere Sachen geregelt. Also man muss das selber ein bisschen abwägen, was man da tut und was man lieber lässt. Wir haben da direkte Schulung und solche Sachen, und das ergibt dann halt eine Mischung, ein bisschen Bauchgefühl, Erfahrung und halt, was man in den Schulungen so mitnimmt. Wer nachts in Jena Straßenbahn fährt, braucht sich auch dann nicht allein zu fühlen. Im Vergleich zu anderen Städten sind die Fahrgäste in Jena besonders froh über das durchgehende Nachtnetz. Ich habe ja wie gesagt in Wien noch andere Großstädte erlebt, wo zwischen 0 bis 4 Uhr Bahnen frei waren und nichts gefahren ist, da müsste man mit dem Taxi nach Hause fahren, und das ist in Jena nie passiert. Also man kommt immer nach Hause, wenn man will. Also ist mir jetzt nichts direkt aufgefallen, vielleicht eher im Gegenteil, wie normal alle Leute wirken, die so spät abends unterwegs sind. Also in Berlin sieht man da doch einige sehr interessante Gestalten. Fest steht, dass die Möglichkeit, nachts mit der Straßenbahn fahren zu können, gern angenommen wird, um auch ohne Auto oder Fahrrad ans gewünschte Ziel zu kommen. Die Ziele sind dabei so unterschiedlich wie ihre Fahrgäste, und doch fahren alle gemeinsam in dieselbe Richtung. Vor allem im Sommer, wenn auch nicht unbedingt nachts, haben viele Jener ein gemeinsames Ziel: den Gang ins Freibad. Doch wohin geht man in Jena am besten? Ostbad oder doch Südbad? Zusammen mit den Freizeittestern Jessica und Philipp haben wir die beiden Jena Planschparadiese besucht und dabei auch Schwimmmeister Roberto Röttger über die Rettungsschulter geschaut. In Jena buhlen das Südbad am Schleichersee und das Ostbad am Jenzigfuß um die Gunst der Gäste. Die haben somit die Qual der Wahl. Die Freizeittester Jessica und Philipp wollten das genauer wissen. Und zack war die Idee für den zukunftsnah Bädercheck geboren. Die erste Kategorie drehte sich dabei natürlich um das Wasser an sich. Also ging's schwupps rein in die Badesachen und zunächst im Südbad ab ins kühle Nass. An einem richtig warmen Tag ist eine angenehme Wassertemperatur schließlich das A und O. Der Schleichersee überzeugte dabei schon mal. Es war relativ angenehm. Es war nicht zu kalt. Wir hatten ja eine Wassertemperatur von 24 Grad. Es war trotzdem ja, sehr erfrischend. Eine schöne Abkühlung. Angenehm. Im Ostbad empfiehlt sich ein kurzer Gang unter die Dusche, bevor es ins Becken geht. Danach war für Jessica und Philipp im Schwimmbereich, im Vergleich zum Südbad, zwar deutlich weniger Platz. Seinen Zweck erfüllte das Abtauchen im 1 Grad wärmeren Becken, aber allemal. Das Wasser war beim Ostbad auch sehr erfrischend. Es war 25 Grad. Und ja, es ist natürlich immer schön im kühlen Nass bei der Sonne, sich zu erfrischen, ja. Also ich habe auch keinen Temperaturunterschied gemerkt. Das Wasser war perfekt hier, nicht zu kalt, aber eine schöne Erfrischung. Doch beim bloßen Schwimmen und Planschen belassen es die wenigsten. Auch Jessica und Philipp ging es da nicht anders. Also begann die Suche nach der zweiten Testkategorie, dem Fun-Faktor. Der Fokus im Südbad fiel dabei auf das Podest im Herzen des Sees. Ein Geheimtipp ist die Sprungbühne aber nicht. Naja, es war schon relativ eng. Es waren viele Kinder da. Aber man findet natürlich einen schönen Fleck, um ins Wasser reinzuspringen. Macht schon Spaß. Du selbst bist auch gesprungen oder hast dich nicht getraut? Doch, ich bin auch reingesprungen. Das ist natürlich das Beste daran, dass man auch mal eine schöne Abkühlung hat. Auch im Ostbad gibt es die Möglichkeit, mit einem beherzten Sprung für Abkühlung zu sorgen. Den Spaßfaktor oben hält aber nicht der Startblock, sondern vielmehr eine silberne Buckelpiste mit Überbreite am anderen Ende des Beckens. Also ich finde die Rutsche super.
Das ist nochmal ein zusätzlicher Gaudi, den es halt im Südbad nicht gibt. Aber da gibt es auf alle Fälle hier von mir einen Pluspunkt im Ostbad. Ja, die Rutsche macht schon Spaß. Klar, ist immer ein Highlight da zu rutschen, auch die Breite. Da passen viele mit drauf und die ganze Klasse kann runterrutschen so ungefähr. Und ja, macht schon Spaß. Damit aus einem Freibadausflug ein ganzer Badetag werden kann, braucht es allerdings auch Angebote abseits der Schwimmfläche. Da spielt natürlich die Gastronomie mit rein. Aber nicht nur Pommes, Snacks, kühle Getränke und Co. entscheiden über die Dauer des Freibadbesuchs. Es muss auch genügend Platz zum Ausruhen da sein. Auf der Suche nach der Testkategorie Entspannung wurden Jessica und Philipp im Ostbad recht schnell fündig, trotz des Lärms rund um das Schwimmbecken. Dahinter ist eigentlich eine große Hecke, wo man auch Ruhe findet, wo der Lautstärkepegel ein bisschen gedämpft ist, wo man sich auch mal in Ruhe hinlegen kann und entspannen kann und die Sonne genießen kann. Wie schwer war es, das Plätzchen zu finden? War jetzt nicht weiter schwer. Es gibt mehrere Bereiche hier, wo man auch wirklich mal zur Ruhe kommen kann. Es ist ein sehr großer Bereich des Ostbades und da kann man hier wirklich immer ein Fleckchen Ruhe finden. Weitaus ruhiger war es da im Südbad. Dort hatten die beiden Freibadtester nicht nur mehr Platz, sondern sogar die Qual der Wahl, auf welchen Untergrund sie sich legen. An den Strand oder auf die Grünfläche. Man hat Schatten, große Bäume. Man kann sich eigentlich ein schönes Plätzchen raussuchen. Man hat vielfältige Möglichkeiten, sich hinzulegen und zu entspannen. Ja, ist für jeden was dabei, finde ich auch. Ich mag das auch sehr gerne im Südbad, dass man da wirklich vielseitige Möglichkeiten hat zum Liegen oder auch in den See zu springen. Weil Jessica und Philipp aber nicht die gesamte Zeit nur im Wasser oder auf den Liegeflächen verbringen wollten, ging es auf zur Testkategorie Sportmöglichkeiten. Also tauschten sie kurzerhand ihren Platz am Strand gegen Spielflächen mit Netz und Ball. Ich fand das Beachvolleyballspielen ganz schön. Das macht immer viel Spaß. Man ist auch ein bisschen im Sand und kann sich da ein bisschen sportlich betätigen. Also mir hat das Tischtennisspielen ein bisschen besser gefallen. Ist nicht ganz so anstrengend. Man ist ein bisschen im Schatten. Bei den hohen Temperaturen ist es ein bisschen angenehmer. Diese beiden Sportmöglichkeiten bietet auch das Ostbad, wo es allerdings nur einen Beachvolleyballplatz gibt. Wenn der schon belegt ist, findet sich aber irgendwo auf dem Rasenplatz für Ballsportarten. Im Vergleich zum Schleichersee mit seiner Kleinkindbadelandschaft ist im Ostbad das Spiel- und Kletterangebot für die Kleinen etwas größer. Spielplätze sind vorhanden, auch ein kleines Becken für die Kinder, dass die nicht mit in dem Großen rumspringen müssen. Also da ist schon viel geschaffen auch, ne? Auch für Erwachsene oder für Größere ist eigentlich wirklich für alle was dabei. Gleich in beiden Testobjekten ist der Sicherheitsaspekt. Rund ein Dutzend Schwimmmeister plus Rettungsschwimmer sind in Süd- und Ostbad für den Fall der Fälle da. Eine dreijährige Schulung mit anschließender Weiterbildung, regelmäßige Auffrischungskurse und Fitness müssen Roberto Röttger und seine Kollegen für ihre Arbeit vorweisen. Doch mit der bloßen Aufsicht während der Öffnungszeiten ist es nicht getan. Früh geht's los hier, dass wir die Anlage durchgucken, zum Beispiel Filter wechseln, die Wasserproben machen, nach der Lufttemperatur, Wassertemperatur schauen. Ja, und ob irgendwo in der Anlage irgendwelche Schäden über Nacht entstanden sind. Und erst danach beginnt der Dienst am Rande des Schleichersees oder des Ostbadbeckens. Der eine ist größer, dafür ist das andere meist voller. Den Überblick müssen die Schwimmmeister trotzdem behalten. Da liegt der Verdacht nahe, dass mehr Zwischenfälle passieren, wenn richtig viel los ist. Ja, eigentlich nicht. Da haben die Leute nicht so viel Platz. Gerade wenn wenig Badegäste da sind, da passiert eigentlich mehr. Weil da ist Platz zum Rumblödeln. Hier rum auf der Rutsche zum Beispiel. Jetzt müssen sich alle ein bisschen zusammenreißen, weil jeder auf den anderen mit aufpasst. Der Freibad-Testtag für Jessica und Philipp näherte sich langsam aber sicher dem Ende. Recht ausgeglichen waren beide Bäder bislang im Vergleich. Durch den Rutschen-Pluspunkt hatte das Ostbad aber leicht die Nase vorn. Doch dann fiel Jessica noch ein Bonusaspekt für das Südbad ein. Die Gastronomie. Im Südbad hat man halt noch den Vorteil mit dem Strandschleicher, was halt wirklich als Cocktailbar auch mit dient, wo man auch ein bisschen länger dann noch sitzen kann. Und damit gleicht der Schleichersee wieder aus. Auch der Eintritt ist bei Ost- und Südbad identisch. Wie lautet nun also das Fazit im Bädertest? Ja, dann würde ich schon sagen, dass das Ostbad eher so das Actionbad ist für die jungen Leute, für die Jugend, gerade durch die Rutsche und durch die Startblöcke. Und ja, hier ist einfach auch ein bisschen lauter und ich würde sagen, das Südbad ist eher so das Bad zum Chillen, vielleicht auch eher geeigneter für Familien. Man hat ein bisschen mehr Ruhe, man hat noch mehr Platz, man hat ja auch viel Schatten, man hat den Sandstrand, wo kleine Kinder spielen und buddeln können. Ja, also einmal Chillbad und einmal Actionbad.
Es gibt im Freibädertest also keinen klaren Sieger. Die Abwägung Action oder Entspannung entscheidet, wo der Jenaer Freibadgänger am besten hingeht. Wen es häufig ins kühle Nass zieht, kann mit einer Jahreskarte viel sparen. Und weil die sogar für beide Bäder gilt, können sich Action und Entspannung problemlos abwechseln. Liebe Zuschauer, am Ende wollen wir dann doch noch mal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und das aus gutem Grund. Schließlich feiert Jenas bevölkerungsreichster Stadtteil in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag. Plattenbauten, Autobahnlärm, Großstadtanonymität. Jena Lobeda hatte immer wieder mit seinem Image zu kämpfen. Für die Menschen, die seit 50 Jahren in Neu-Lobeda leben, sieht das jedoch völlig anders aus. Sie mögen ihren Stadtteil und das war eigentlich auch schon immer so. Eine Reise durch 5 Jahrzehnte Neu-Lobeda. Unsere Heimat, das sind nicht nur die Städte und Dörfer. Unsere Heimat sind auch all die Bäume im Wald. Unsere Heimat. Viel ist nicht mehr übrig von der DDR im Jahr 27 nach der Wende. Die großen Plattenbaugebiete aber sind geblieben. Das größte und älteste in Jena ist Neu-Lobeda. Familie Bauerfeind zog im Dezember 1967 mit als erste hier ein. Seit 50 Jahren leben die Bauerfeinds nun in der Theobald-Renner-Straße und sie können sich noch gut an den Anfang erinnern. Wenn man dann mit den Leuten hier gesprochen hat, so, das war immer... Das ist für uns ein Glücksfall, so eine schöne Wohnung gab es ja noch nie und so weiter und so fort. Das waren damals die ersten Sprüche von den Leuten. Und uns hat es ja dann auch gefallen hier. Ich habe gedacht, dass ich gar nicht so lange hier bleibe, aber es sind 50 Jahre geworden. Oh. Die neuen Wohnungen waren also sehr begehrt, zum Beispiel wegen der Fernwärme. Warmes Wasser aus der Wand und Heizen ohne Kohle schleppen waren ein echter Fortschritt. Und Rudolf Bauerfeind war da berufsbedingt im Zentrum der Macht. Na gut, ich habe früher da hier am Anfang die Wärme mit aufgebaut. Das ganze Jahr 67 habe ich da hier das Behelfskittelhaus aufgestellt. So, das haben wir in Dresden abgerissen, dann hierher gebracht, die ganze Wärme. Und das war die erste Wärme für die ersten 5 Blöcke hier. Und wo ich dann mit der Montage fertig war und das Heizhaus schön in Betrieb hatte, da habe ich gesagt, wenn ich für euch da hier schön gebaut habe, dann möchte ich auch eine Wohnung. Und dann haben sie gesagt, sofort. Aber ich musste hier arbeiten und habe das ganze Zeug dann übernommen. Viele Menschen kamen damals nach Jena Lobeda. Aber warum wuchs Jena damals so stark? Jena sollte in den 60er Jahren ja als Zentrum des wissenschaftlichen Gerätebaus ausgebaut werden mit dem VEB Carl Zeiss Jena. Dieser Ausbau hat auch begonnen und ich meine, man brauchte für diesen Umbau und für die Erweiterung natürlich Arbeitskräfte, Ingenieure, Facharbeiter, also eigentlich viele, viele Leute wurden gebraucht und um diese Leute auch nach Jena locken zu können, brauchte man natürlich Wohnungen. Zuerst planten die Architekten der damaligen Gärer Bezirksregierung Wohnungen für 20.000 Menschen. Dann erweiterte man die Pläne noch einmal, Lobeda Ost kam dazu. 1989 wohnten 32.000 Einwohner im Süden der Saalestadt. Und dann kamen natürlich Lebensmittelgeschäfte dazu. Anfangs noch mit Lebensmittelschein konnten sich die neuen Bewohner hier mit dem Angebot des DDR-Handels eindecken. Schulen wurden auch gebaut, zuletzt die ehemalige POS Ernst Thälmann in der heutigen Erlanger Allee. Lobeda sollte mehr als eine Schlafstadt werden. Schon Anfang der 70er eröffnete das Kulturzentrum in Lobeda West. 1999 kamen die Bagger und rissen das Kulturhaus ab. Besonders einschneidend war dann aber die Wende. Nicht nur zum Kulturzentrum rollten Abrissbagger. Viele Menschen wollten raus aus dem Plattenbau. Lobeda verlor über 10.000 Einwohner. Damals, so als ich anfing, Mitte der 90er Jahre, mich dann auch wissenschaftlich zu beschäftigen mit Lobeda, da war hier in der Stadt so mit Lobeda öfters verbunden das Thema Ghetto. Das ist ein Ghetto, ja. Und wir haben im Grunde versucht, zusammen mit Studierenden auch,
eine Befragung durchzuführen in Lobeda und danach zu fragen, also was ist denn eigentlich dran an diesem Ghetto-Begriff, und konnten das eindeutig widerlegen. Dass sich Lobeda im Gegensatz zu anderen ostdeutschen Plattenbaugebieten wieder stabilisierte, dafür haben viele an einem Strang gezogen. Vor allem natürlich auch die Bewohner. Also was wir festgestellt haben, war sowohl Mitte der 90er Jahre wie auch später in einer Wiederholungsuntersuchung, dass die Nachbarschaftskontakte sehr stark ausgeprägt sind in Lobeda. Also dass man sich untereinander unterstützt, ja, dass man sich hilft, dass es gemeinsame Hausfeste gibt, so etwas. Ja. Und das konnte im Grunde, so konnten wir dann auch nachweisen, über diese Zeit auch aufrechterhalten werden. Ne? Also das ist wichtig für insgesamt eine soziale Integration eines Stadtteils, dass einfach die Nachbarn auch gut miteinander können. Soziale Integration statt Ghetto durch gute Nachbarschaft ist also ein Geheimnis dafür, dass Lobeda in den letzten 10 Jahren nicht weiter geschrumpft ist. Die nächste Zutat ist ein engagierter Bürgermeister mit Ideen gegen Kriminalität und für bürgernahe Politik. Bürgernähe ist unser größtes Prinzip. Wir haben beispielsweise, und das war ein wichtiger Teil 1999, schon einen Kontaktbereichsbeamten hier etabliert in Lobeda, den seine ureigenste Aufgabe ist, ständig mit den Bürgern im Gespräch zu sein, ihre Sorgen und Nöte aufzunehmen. Und dadurch ist also auch diese Synergie zur Politik entstanden. Und dann wurde nach der Wende auch nicht nur abgerissen. Sanierung und Rekonstruktion hießen die Zauberwörter ab Mitte der 90er Jahre. Frau Schmidt erinnert sich noch sehr gut daran, nicht zuletzt, weil sie alles mit ihrer Videokamera festgehalten hat. Die haben den ganzen Küchen Installation rausgezogen, übers Dach. Wir konnten dann von breit aus bis in die anderen Etagen reingucken. Und dann hatten wir kein Wasser. Dann Wasser haben sie im Hausflur, den Abfluss in Hausflur montiert. Dann war die Toilette nicht mehr da. Dann wir hatten dann immer Nachbarschaftshilfe. Das haben sie immer so eingerichtet, dass entweder die einen oder die anderen das nicht hatten. Dann sind wir zeitweise dann mit dem Fahrrad mal schnell nach McDonald's gefahren, um uns früh zu waschen. Die Wohnqualität stieg, die Gründe wegzugehen verloren an Gewicht. Noch heute laufen Sanierungsprogramme. Im Inneren der Gebäude haben wir den Blick auf die zentrale Haustechnik gerichtet, haben also da auch bis heute noch Sanierungsprogramme laufen. Aktuell läuft so ein Gasnetzrückbau, wo dann eben die Steigleitungen elektro erneuert werden müssen. Also das passiert so sukzessive, auch nach wie vor heute, das haben wir nicht alles auf einen Schwung gemacht. Stück für Stück und von mehreren Seiten wurde also ein Lobeda gebaut. Zum Beispiel die Expo war hier und hat sich im Stadtbild verewigt. Und in Lobeda Ost hat die Uni für über 200 Millionen Euro das größte Thüringer Klinikum errichtet und viele Arbeitsplätze geschaffen. Außerdem ist Lobedas Lärmquelle Nummer 1 unter die Erde gewandert. 50 Meter neben den ersten Häusern machte die stark befahrene Autobahn A4 den Anwohnern das Leben schwer, bis sie auf rund 400 Metern unter einem Lärmschutztunnel verschwand. Und nicht zuletzt ist viel Geld aus öffentlichen Töpfen geflossen. Allein 36 Millionen Euro aus den Mitteln der Städtebauförderung. Für die Jena, Erfurter und Berliner Politik ein Grund zu feiern. Lobeda ist einer der attraktivsten Ortsteile von Jena. Wir sind stolz auf diesen Ortsteil. Er ist ein Vorzeigeortsteil, wenn man die alten Plattensiedlungen auch in den übrigen Gebieten der ehemaligen DDR sieht und mit Lobeda vergleicht, dann wissen wir erst, was wir für einen Wert hier haben. Eine grüne Stadt, eine lebendige Stadt mit bezahlbaren Mieten und glücklichen Menschen. Ich bin begeistert zum einen, wie grün Lobeda ist. Ich bin begeistert von der Freude der Menschen hier vor Ort. Man hat sofort das Gefühl, die Menschen leben wirklich hier. Und all das, was in den letzten Jahrzehnten hier in Lobeda passiert ist, hat sich wirklich gelohnt. Aus der Perspektive der Politik gibt es also an Lobeda nicht viel zu bemängeln. Aber sehen das die Menschen vor Ort genauso? Was denken die Lobeda über ihren Stadtteil? Würden sie nicht wegziehen, wenn es geht? Wir haben mal mit dem Gedanken gespielt, als unsere Kinder klein gewesen sind, ob es denn schön wäre, kleines Häuschen mit Garten zu haben. Aber wie gesagt, da war es also wirklich auch ein finanzielles Thema. Und heute sage ich, also meine Kinder sind ausgezogen, wohnen beide hier in Lobeda wieder. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Vierraumwohnung, schaue auf die Lobdeburg, habe sehr schön grün und habe keine Ambition, derzeit auszuziehen. Am Anfang hieß es ja immer Plattenbau.
Und wenn ich mir Lobota angucke, vom Plattenbau redet eigentlich überhaupt keiner mehr, weil sozusagen die Lebensqualität hier ein Niveau gewonnen hat. Wenn ich Halle Neustadt vergleiche, muss ich sagen, dann ist es ja trüb und grau. Und das muss ich sagen, ist hier sehr gut. Die Verkehrsanbindung, ich kann jederzeit in die Straßenbahn einsteigen. Ich bin nicht angewiesen, immer mit dem Auto durch die Gegend zu fahren. Ich kann einkaufen, viele Sachen, Kleinigkeiten und so weiter. Wenn ich mir vorstelle, auf dem Dorf zu wohnen, um Himmels Willen, für alles dann mit dem Auto in die Stadt fahren müssen. Daher, ich finde es toll. Aber wie geht es in Lobeda weiter? Wir sehen, dass im Moment in Lobeda Ost eine unglaubliche Entwicklung. Wir planen dieses Jahr noch 3 Grundsteinlegungen mit einem Demenzzentrum, einem Hospiz und einem Hochhaus für Wohnen und Gewerbe. Das sagt eigentlich alles über die Entwicklung dieses Stadtteils. Spätestens im Jahr 27 nach der Wende ist also nicht mehr viel dran am Ruf Lobedas als Problemstadtteil. Nach 50 wechselvollen Jahren blicken die Lobedaer heute optimistisch in die Zukunft. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, wie weit, 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 weit die Wahrheit über Felder zeigt. Liebe Zuschauer, das war die erste Ausgabe unseres Magazins Zukunftsnah. Ich hoffe, wir konnten Sie ein wenig unterhalten. Wenn Sie mögen, sehen wir uns zur nächsten Ausgabe wieder. Die folgt dann im September. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen und hoffentlich auch erholsamen Sommer. Machen Sie es gut.